Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Hallo Martin, hallo liebes Konishi-Team. Ich habe vor 3 Tagen begonnen, meinen 30.000 Liter Teich künstlich mit Hirschhornsalz einlaufen zu lassen. Nachdem ich mittlerweile 1 Kilo Hirschhornsalz zugeführt habe und der NH4-Test immer noch keine Verfärbung zeigt, habe ich die Feststellung gemacht, dass das NH4 aufgrund des hohen pH-Werts über 8 direkt zu NH3 wird. Leider zeigt zum Beispiel der JBL-Tröpfchentest kein NH3 an, obwohl es auf der Packung steht. Daraufhin habe ich mir einen Test besorgt, der sowohl NH3 als auch NH4 anzeigt. Sera NH3 NH4-Test. Jetzt ist es natürlich so, dass mein NH3 NH4-Test über 10 Milligramm anzeigt. Da ich total überdosiert habe, ist der hohe Wert problematisch für das Einfahren des Filters. Ist es für die Bakterien ein Unterschied, ob NH3 oder NH4 vorliegt? Vielen Dank im Voraus, Nicola. Nicola, ich bezweifle, dass das Hirschhornsalz das Ammonium direkt komplett beim pH-Wert zu NH3 wird. Weil das würde in der Praxis bedeuten, dann würden wir schon lange den Leuten empfehlen, führt oder steuert euren Koi-Teich auf den pH-Wert von 8,3, weil das würde am Ende bedeuten, dass ihr nie Nitrit habt, ihr habt kein Ammonium. Wenn das direkt, Achtung, direkt NH4 zu NH3 wird, ist doch alles gut. Ich glaube, in der Chemie heißen solche Verfahren Stripping. Ja, dann muss man noch belüften, weil NH3 ist ein Gas und gut ist. Für alle, die noch nicht so tief in der Materie drin sind, NH4+, ist im Prinzip ein Feststoff, der ist im Wasser gelöst. Das ist das, was wir Ammonium nennen, für die Koi relativ ungefährlich, auch in höheren Konzentrationen. Ist der pH-Wert über 7 im alkalischen Bereich, werden Teile des NH4, des Ammoniums, zu Ammoniak, NH3, und das ist ein Gas. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, ich bin mir nicht 100% sicher, ob die Bakterien damit was anfangen können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht. Also ich glaube nicht, dass die Bakterien, also die Nitrifikanten, gasförmiges NH3 abbauen können. Aber wie gesagt, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, ist aber auch nicht ganz so wichtig. So, von daher glaube ich das nicht, dass das komplett verschwunden ist. Da liegt irgendein anderer Fehler vor. Weil, wenn wir jetzt nur mal die Verhältnismäßigkeit sehen, bei einem pH-Wert von 8,2 und 0,2 Milligramm Ammonium habe ich einen Ammoniakwert von 0,02. Also das ist bei 8,2 ist das nur ein Zehntel. Ja, und das muss ich dann erstmal aus dem Wasser bekommen. Und also kann ich mir bei Gott nicht vorstellen, dass man das komplett aus dem System entfernt bekommt. Und ja, wenn du überdosierst, massiv überdosierst, bei 10 Milligramm zum Beispiel, dann wird dein Filter nicht mehr arbeiten. Der wird nicht mehr einlaufen. Und ein bestehender Filter, der jetzt wegen mir schon eine gute Abbauleistung hat, wenn der 10 Milligramm bekommt, kriegt er auch erstmal, also 10 Milligramm Ammonium bekommt, kriegt er auch erstmal eine Vollklatsche. Ich hatte letzten Rechenfehler, wir haben an unserer Testanlage gearbeitet, auch mit Hirschhornsalz. Und ich habe ausgerechnet, wie viel brauche ich Hirschhornsalz, um 500 Gramm Futter zu simulieren. Und dann bin ich auf 1 Kilogramm gekommen, aber die Wahrheit waren 100 Gramm. Und dann habe ich 1 Kilogramm Hirschhornsalz da reingemacht und dann haben wir plötzlich gemerkt, am Filter tut sich gar nichts mehr. Also da hat sich erstmal nichts mehr, aber wirklich nada mehr abgebaut. Woran haben wir das gesehen? Wir haben eine recht genaue Nitratsonde und wenn wir jetzt hier eine bestimmte Menge Hirschhornsalz, also Ammonium ins Wasser geben. Hirschhornsalz ist ja Ammoniumbicarbonat. Eine gewisse Menge Hirschhornsalz ins Wasser geben und ausreichend lange warten, bis es abgebaut ist, dann steigt unser Nitratwert auf den vorher berechenbaren Wert. So. Und da hat sich gar nichts mehr getan. Sprich, die Filterbakterien waren inaktiv. Und selbst nachdem wir runterverdünnt haben, und wir haben es nicht mit Kaltwasser runterverdünnt, dass die Bakterien gleich wieder voll eine mitbekommen haben, sondern mit Teichwasser aus den nebenstehenden Becken,
Als wir es runter verdünnt haben, hat es ewig gedauert, bis der Filter wieder lief. Also der war nicht ganz kaputt, aber er war deutlich in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Also auch von daher solltest du unbedingt das jetzt runter verdünnen. Und ich würde bei so versuchen, nie auf Werte über 2 bis 3 Milligramm gehen. Ja, weil es dauert ja nachher auch wieder, bis das alles abgebaut ist und gemacht ist. Also idealerweise gibt man das mal zu, bis man 1 bis 3 Milligramm drin hat. Und am Anfang bringt es eh nichts, das ständig nachzudosieren, weil solange ich noch keine Bakterien habe, die dieses Ammonium in Nitrit umbauen, würde ich ja nur dafür sorgen, dass mit jedem Nachdosieren steigt meine Ammoniumkonzentration und dann bin ich irgendwann ratzfatz bei den 10 Milligramm. Und das will ich eben nicht. Idealerweise mache ich eine Anfangsdosierung Hirschhornsalz, messe dann mein Ammonium, guck, wie hoch ist es, kann ich auch öfter messen, bringt aber nichts, guck, wie hoch ist mein Ammonium und dann warte ich, bis irgendwann das Nitrit anfängt, sich zu bilden. Ja? Und wenn das Nitrit sich anfängt zu bilden, dann wird man auch merken, dann steigt das erstmal, weil die Nitrifikanten, die Nitrosomona, die Ammonium in Nitrit umbauen, die fangen dann an, den Ammoniumwert zu senken, dann steigt der Nitritwert. Aber jetzt brauche ich auch erstmal wieder Bakterien, die das Nitrit ins Nitrat umführen. Das sind die Nitrobakter. So, würde ich jetzt aber hergehen und würde in dem Moment, wo ich ein bisschen sehe, dass mein Nitrit ansteigt, würde ich dann Ammonium, Ammonium, Ammonium jeden Tag reinkippen. Würde das auch nichts bringen, weil irgendwann habe ich auch einen Nitritwert fern von Gut und Böse. Da kann ich Ihnen jetzt im Moment nicht sagen, ob da auch irgendwo eine Konzentration erreicht werden kann, damit diese Nitrobakter auch nicht mehr arbeiten, dass sie auch erstmal in einem Ruhezustand oder in einem Todzustand sind. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber eigentlich ist es so, Ammonium dann nur leicht nachdosieren, wenn das Nitrit anfängt zu steigen und erst wenn das Nitrit anfängt zu fallen, dann kann ich aus Ammonium in seiner Konzentration wieder steigern. Also so einfach ist das nicht, ist es wirklich nicht. Man muss das schon mit ein bisschen Fingerspitzengefühl machen. Und auch was du gesagt hast, dass die JBL-Tests kein NH3 messen, sondern nur NH4, kann ich dir nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, ob das selektiv ist oder nicht selektiv ist. Irgendwie glaube ich aber mal gehört zu haben, dass immer nur beides gemeinschaftlich gemessen werden kann und nicht das eine oder das andere. Bin ich jetzt aber überfragt, ist auch ein paar Jahre her, vielleicht gibt es da was Neues. Aber ja, das sind deine Erfahrungen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass JBL-Tests schlechter sind als Sera-Tests oder Tetra oder sonst irgendwas. Da bin ich komplett raus. Das muss ich einfach so hinnehmen, wie du das sagst. Aber glaube ehrlich gesagt, dass die Tests immer beides messen. Aber das ist jetzt, wie gesagt, nur auf eine vage Erinnerung zurückgeführt. So, also Nicola, vielen Dank für deine Frage. Nicht ganz anspruchslos, finde ich gut. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Blog. Ciao.